1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben ein Thema heute Nacht, eine Themennacht. Das Thema heißt, diese Lüge hat mein Leben zerstört. Ich möchte mit euch gerne über große, über gravierende Lügen sprechen, die euch und euer Leben belasten oder gar zerstört haben. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 220 50 51 oder mailen unter domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Erika und Erika ist 64 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Erika. Ich höre und sehe dich schon viele Jahre. Ja. Finde dich auch großartig, das sagen alle deine Anrufer in den ersten Sätzen, aber ich sag das auch. Dankeschön, freue ich mich sehr, dass du sagst. Und es ist so, dass du mich so überzeugst, auch mit deiner Ehrlichkeit, dass du auch mal schimpfst und dann aber auch eigentlich einen guten Rat gibst und eine Einstellung hast, die ich eigentlich immer teilen kann zu diesen ganzen Dingen, die irgendwann ja gesagt und erzählt werden. Das ist ein toller Einstieg. Danke dir sehr herzlich für das Kompliment. Ja, es ist ja die Wahrheit. Aber heute geht es bei uns um die Lüge. Es geht um die Lüge. Das ist das Gegenteil davon. Genau. Ja, gibt es so etwas in deinem Leben, etwas sehr, sehr Gravierendes an Lüge? Ja, es gibt eine Lüge, die mich schon sehr erschüttert hat, die mein Leben mit Sicherheit verändert. Ja, es war ein Schock für mich, als ich von meinen Lebensgefährten, oder ich kam dahinter, dass es ist eine Freundschaft über 12 Jahre und es gibt da eine zweite Frau. Das wusste ich von Anfang an, er ist Witwer. Also du bist mit deinem Lebensgefährten oder warst 12 Jahre zusammen? Ja. Ja. Und es war aber so, dass wir nie zusammen gewohnt haben. Ja. Die andere Frau auch nicht, die wohnt auch Kilometer weiter. Ja. Ich wusste von ihr, sie weiß von mir nicht. Das ist also auch schon eine Lüge ihm gegenüber. Bist du denn mit ihm noch zusammen? Ich bin noch zusammen und habe das so ein bisschen meine Entscheidung jetzt von dem Gespräch von dir auch abhängig gemacht. Ja. Ich kann mit niemandem drüber reden, ich brauche dich wirklich. Wann hast du denn davon erfahren, dass da noch was anderes läuft? Jetzt erst im September und zwar Mitte September. Im September erst. Und wie lange läuft das jetzt mit der anderen Frau? Von Anfang an. Also ich kenne ihn seit 91 und dann wusste ich das schon. Ja, 12 Jahre. Ich habe alles... Halt. Da wusstest du das schon? Nee. Ich wusste, dass es die Frau gibt. Aber du wusstest nicht, dass er mit der Frau was hat? Ich wusste nicht, wie seine Einstellung zu ihr ist. Er hat sich immer so dargestellt, dass er, wenn er bei mir ist, nur mich mag und wenn er bei ihr ist, sie auch lieb hat. Aber dir war nicht klar, dass die ein Verhältnis haben, sondern dass der einfach einen guten Kontakt mit der Frau hat. Na, ich musste davon ausgehen, dass das auch ein intimes Verhältnis ist. Ach so. Das musste ich schon annehmen. Aber was hat er dir denn dann jetzt im September gestanden? Er hat es mir nicht gesagt. Ich verstehe sonst nicht. Was hat er dir denn jetzt im September, du sagst, im September ist eine Aussprache hat stattgefunden. Nein, wir sind zusammen gewesen wie immer. Ja. Ich muss dazu sagen, es war mit ihm die ganzen 12 Jahre eine sehr, sehr glückliche Zeit für mich. Ja. In meinem Alter müsste man eigentlich auch eine Erfahrung haben und den Partner eigentlich einschätzen können. Ich habe immer geglaubt, dass das eine wunderbare, schöne Sache ist. Okay, Ich muss jetzt die Fakten erstmal kapieren, Erika. Ja. Was ist im September gesagt worden? Im September durch ihn nichts gesagt worden. Ich habe ein Schriftstück gefunden, woraus ich entnehmen musste, dass sie geheiratet haben. Wie bitte? Und das war für mich ein Schock. Es war eine Sache da von einer
sehr engen Freundin von ihr. Stopp, das müssen wir erstmal verdauen. Ja. Du bist 12 Jahre mit einem Typ zusammen. Ja. Du hast die ganze Zeit schon irgendwie gewittert, dass da vielleicht irgendwas gebacken ist mit einer anderen. Aber ich wusste, dass es eine andere gibt. So. Und du hast es auch hingenommen die ganze Zeit. Ich habe es hingenommen und habe es eigentlich immer verdrängt. Und du hast es verdrängt. Das ist ganz wichtig, dass wir das nochmal sagen. Ich habe es immer verdrängt. So, aber jetzt, pass auf. Jetzt hast du rausbekommen, ich muss mal mein Mikro hier richtig machen, jetzt hast du rausbekommen durch ein Schriftstück, dass er verheiratet ist, obwohl ihr eine Beziehung habt. Dass er heimlich geheiratet hat. Und er wollte diese Sache mit mir so weiterlaufen lassen. Hast du ihn denn dann zur Rede gestellt danach? Es war so, dass ich gedacht habe, kann nur ein Witz sein. Die Freundin schreibt zu ihr, ja, wie man manchmal unter Freundinnen schreibt, wenn sie sich woanders aufhält, liebe Frau sowieso, oder ich habe es als Scherz und habe gedacht, mach dich nicht gleich verrückt, nimm das jetzt erstmal. Also in Klartext. Zur Kenntnis, verarbeite es erstmal. Du hast ihn nicht angesprochen darauf. An dem gleichen Tage nicht, aber einen Tag später. Ah, und wie rechtfertigt? Telefonisch. Ah ja, egal. Wie rechtfertigt er sich? Er war böse und wollte wissen, woher ich das erfahren habe. Ah, jetzt bist du noch die Schuldige, weil du rumgeschnüffelt hast. Ja. Mhm. Also er weiß nicht, durch was ich das mitbekommen habe. Ist auch völlig wurscht. Und hat dann gesagt, um Gottes Willen, woher weißt du das? Wer hat das gesagt? Aha. Ganz böse, wer hat das gesagt? So. Das war seine erste Reaktion. Und nun sind ja noch einige Wochen wieder vergangen bis heute. Nun haben wir ja schon Ende November. Wie hat er sich denn bis heute dir gegenüber verhalten? Ich muss sagen, ich habe es erstmal so verarbeitet, dass ich hatte Heulphasen, ich konnte mit keinem reden, natürlich mit ihm erst recht nicht. Ja. Wenn er angerufen hat, das hat er sonst immer sehr oft täglich gemacht, das hat er also beibehalten. Habt ihr euch denn gesehen seitdem? Nein, ich habe das immer verhindert. Ach so. Aber erst nicht mit ihm sprechen können. Aber ihr telefoniert jetzt wieder miteinander. Ich habe dann mit seinem Sohn gesprochen, er hat auch einen erwachsenen Sohn und er hat mir der Sohn bestätigt, dass er das auch nicht wusste. Der Vater hat das also seinen Söhnen nicht gesagt, seiner Schwester nicht gesagt. Umso schlimmer alles. Ich will aber jetzt noch wissen, ich muss verstehen, wie der Kontakt ganz aktuell aussieht. Ihr telefoniert miteinander jetzt neuerdings schon wieder. Aber ich verhalte mich ganz anders als früher. Ihr überschweigt dieses Thema. Ich will das so nicht haben, erwarte aber, dass er reagiert. Ich wäre das die Person. Erika, ihr redet nicht über das Thema, wenn ihr telefoniert. Ist es so? Dass man anspricht und dann ist es immer wieder so, dass er versucht, mich wieder ein bisschen in die alte Richtung zu kriegen. Mhm. Ich hab dich lieb wie immer und das hat überhaupt nichts zu sagen. Das ist nur eine Unterschrift, hat er gesagt. Aha, er hat es also richtig dann auch zugegeben, darauf wollte ich hinaus. Er hat es dann zugegeben den nächsten Tag. Weißt du denn, ob die beiden miteinander auch zusammen wohnen und leben? Ja. Das ja. Sie ist Rentnerin geworden und dann seit der Zeit wohnen sie zusammen. Das hat er mir aber so auch nicht gesagt. Erika, was? Der Fall ist ja so klar und so schlimm und so verletzend für dich, finde ich. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich alles auch aufgegeben, um in seiner Nähe zu sein. Ich habe ein Haus, ein Grundstück, habe eine Familie aufgegeben, um näher bei ihm zu sein. Ich wohne alleine und er wohnte alleine. Umso schlimmer. Deshalb finde ich, das will ich dir klar sagen, wenn jemand mit mir so etwas machen würde, ja, ich weiß, was du sagen willst. Du weißt, was ich hier sagen will, dann hätte dieser Mensch aber für das ganze Leben verschissen. Aber das ganze Leben. Ja. Das ist so gemein. Das ist so hinterhältig. Ja. Da gibt es überhaupt gar nichts zu diskutieren und nichts zu entschuldigen. Da kann man einfach nur sagen, oder kann ich einfach nur sagen zu dir, Erika, es tut mir irre leid, dass du auch so jemanden reingefallen bist. Ja. Und dass du das in deinem Alter von 64 Jahren auch jetzt noch so verkraften dann musst. Ja, tüchtig fertig. Das glaube ich. Aber ich glaube, dass die einzige Rettung darin besteht, wirklich jetzt hart zu sein an deiner Stelle. Ich habe es mir gedacht, dass du das sagen musst. Ja, das musst du. Je mehr du das jetzt noch hinziehst und mit ihm telefonierst und ihr zäh und miteinander redet, umso demütigender ist das letztendlich für dich. Nein, musst du jetzt sagen. Ja. Raus aus dem Leben, aus deinem Leben mit diesem Mann. Ich habe es mir gedacht. Ja. Das finde ich völlig klar.
Das macht mich richtig wütend, wenn ich das höre, was der mit dir gemacht hat. 12 Jahre seid ihr miteinander zusammen. Und dann hat er nebenher noch eine Frau und er heiratet hinter deinem Rücken. Ja, hinter dem Rücken. Und wollte mir das immer noch nicht sagen. Und wollte es dir nicht sagen und ist sogar noch wütend, als du es rausbekommen hast. Dann. Ja, seine erste Reaktion war wütend. Ja, der ist es nicht wert. Er ist es nicht wert, Erika. Raus mit dem. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du mir das so sagst. Mehr kann ich dir... Ich wollte nur noch das Gespräch mit dir wirklich haben, aber es ist eigentlich bei vielen Schicksalen, die du hörst und die ich also hier am Radio, am Fernsehen miterlebt habe, so viel Ähnlichkeit, was ich gesagt habe, es gibt eigentlich nur noch das. Er trampelt auf deine Würde, auf dich als Mensch herum. Ja. So, jetzt... Wünsche ich dir, dass du diese Kraft hast, das durchzuziehen. Ich glaube, du hast die Kraft, weil du letztendlich auch so empfindest. Du wolltest wahrscheinlich nur noch mal von außen jetzt, wie du es gerade auch gesagt hast, noch mal so eine Bestätigung hören. Ich wollte von jemandem unparteiisch hören. Ja. Habe ich was verkehrt gemacht oder was ist hier los? Das ist jetzt nicht mehr die Frage. Er hat dich nach Strich und Faden betrogen. Ja. Und er ist in diesem Fall wirklich der Schuldige. Nun kann man hinterher sagen, warum hast du nicht früher gebohrt? Du hast geahnt, da ist jemand anderes. Warum hast du... Aber das ist jetzt egal. Nun ist es, wie es ist. Und er hat geheiratet und er hat das alles... Er hat sich ja für sie entschieden. Ja, er hat sich für sie entschieden. Und damit musst du jetzt zu Rande kommen. Und einen Schlussstrich unter diese Zeit ziehen, obwohl es sehr schwierig ist. Ja. Liebe Erika... Ich danke dir. Von Herzen alles Gute. Wirklich. Danke, dass du mir zugehört hast. Alles Liebe von Herzen. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Für dich auch alles Liebe, alles Gute. Dankeschön, Erika. Tschüss. Ja, tschüss. Diese Lüge hat mein Leben zerstört. Ich möchte mich gerne mit euch unterhalten über Lügen, die ihr selbst zu verantworten habt. Oder eben, wie im Fall gerade von Erika, dass ihr Opfer einer Lüge geworden seid. Und diese Lüge hat euer Leben massiv zerrüttet, vielleicht sogar zerstört oder auf jeden Fall in eine heftige Schieflage gebracht. Das ist unser Thema heute Nacht. Wenn ihr gerne mit mir drüber reden wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 5050. Nächste Anruferin ist die Doris. Und die Doris ist 30 Jahre alt. Hallo. Hallo Doris. Hallo. Was ist es bei dir? Um welche Lüge geht es da? Das ist ganz frisch noch. Also mein Mann war jetzt 3 Wochen auf Reha. Ja. Und der kam gestern zurück und war schon ganz komisch, hat mich nichts in den Arm genommen und überhaupt nichts. Und da habe ich mit ihm drüber geredet, was denn los ist. Und dann hat er gesagt, ja, weil er nichts mehr in seinen Beruf zurück kann und es belastet ihn alles so viel. Was war das für eine Reha? Weswegen war er? Wegen einem Bandscheibenvorfall. Ja. Gehst du noch ein bisschen näher ans Telefon? Ja. Dann kann ich dich besser verstehen. Ja. Und ja, gestern Abend hat er dann gesagt, er möchte sich einen schönen Abend, obwohl er sich einen schönen Abend mit mir machen, wo er angerufen hat von der Reha. Und gestern Abend war er dann auf einmal müde. Und heute Nacht hat er sich nicht an mich gekuschelt, war total abweisend. Und er hat alles da drauf geschoben. Und jetzt ist er heute zum Einkaufen gegangen und hat gesagt, ich soll seinen Koffer nicht ausräumen, das macht er dann später selber. Mhm. Und dann habe ich es gemacht und dann habe ich eine Karte gefunden von einer Frau. Mhm. Die ihm in die Reha geschrieben hat. Die mit ihm auf Reha war. Achso, die ihm jetzt geschrieben hat. Ja. Was steht in der Karte drin? Dass sie ihm für die schönen 7 Tage dankt. Ja. Und dass sie nie gedacht hätte, dass ihr so nochmal was passiert. Mhm. Und wenn sie in seine Augen schaut, dann fühlt sie sich wieder so richtig wohl. Und sie glaubt, dass seine Worte ehrlich waren. Und er soll auch mal dran denken, wie schön es mit ihr war. Also eine richtig klassische Liebeskarte. Ja. Ja. Wie lange seid ihr zusammen? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Mhm. So, jetzt hast du die Karte gefunden. Mhm. In seinem Gepäck. Ja. Also ein klassisches Beweismittel. Ja. Klassischer geht's gar nicht mehr. Ja. Und, hast du ihn angesprochen? Er war einkaufen und hatte immer sein Handy dabei. Mhm. Da habe ich auf dem Handy angerufen, ich möchte nichts mehr sehen, ich habe die Karte gefunden. Mhm. Und dann stand er vor der Tür, hat natürlich alles abgestritten, er hat nur mit ihr geshakert, hat er gesagt, und geflirtet. Ja. Und mehr war da nicht. Und dann schreibt man so eine, oder schreibt Frau so eine Karte? Ja, vor allem wenn die Frau 40 Jahre alt ist, schreibt sie bestimmt nicht so eine Karte. Ja. So, er schaltet es ab. Er sagt, da ist überhaupt nicht großartig was passiert. Ja. Und wie ist jetzt ganz aktuell heute Abend der Stand der Dinge bei euch? Ich habe ihn rausgeworfen. Du hast ihn rausgeworfen? Ja. Ist das nicht eure gemeinsame Wohnung? Doch. Aber ich kann im Moment, weil ich, seit August geht es mir total schlecht, weil die Kinder ständig krank waren, weil ich habe mehrere Kinder. Wie viele Kinder habt ihr? Ich habe mit ihm zusammen 2, ich war schon mal verheiratet. Ja.
Also und das mit ihm zusammen, ich habe gar nicht verstanden. Zwei Stück. Zwei und auch noch ein anderes Kind. Vier Stück, vier Kinder, zwei von ihm. Ja, also sechs Stück insgesamt. Ja. Ja. Und er hat mich heute auch noch übelst beschimpft, dass ich mich mal anschauen soll, was aus mir geworden ist. Ich gehe überhaupt nichts mehr raus, aber ich habe totale Attacken, Panikattacken seit August. Und ich wäre morgen, normalerweise sollte ich zur Therapeutin, aber da das jetzt heute alles passiert ist, da schaffe ich das einfach nicht. Ja. Wo ist er jetzt hingegangen? Du hast ihn rausgeschmissen. Der schläft bei seinem Freund. Wie sind denn deine Gefühle eigentlich für deinen Partner? Ich bin total wütend und enttäuscht. Nein, so generell, abgesehen jetzt von dieser Geschichte. Ja, ich habe den über alles geliebt, weil ich habe eine total schlimme erste Ehe hinter mir. Mhm. Mit ihm, das war wirklich die schönste Zeit, wo ich das jetzt erlebt habe in meinem Leben. Hat denn, ich bin ja immer der Auffassung, so etwas fällt nicht vom Himmel. Ja. Ich glaube, wenn so etwas passiert, ist immer in einer Beziehung, einer Ehe, irgendetwas kaputt, marode, irgendwas ist nicht in Ordnung. Hast du denn, bevor er zur Reha ging, in den letzten Monaten, im letzten Jahr, auch irgendwie Anzeichen gemerkt in eurem Verhältnis, dass da was nicht stimmte? Also er ist jetzt schon ziemlich lang daheim und also seit März, April, und da haben wir uns halt öfters gestritten, weil wir den ganzen Tag nur aufeinander sitzen. Ja. Ja. Aber nicht so ganz schlimm, sondern du würdest sagen, das ist so. Wie sah es bislang so im Bett aus? War das okay für dich? Das war kein Problem bei uns. Mhm. So, Doris. Jetzt ist da ist irgendetwas vorgefallen und du hast eine Karte gefunden. Mhm. Ne? Wir beide wissen ja wirklich nicht ganz genau, was da vorgefallen ist. Die Karte klingt verdächtig, gebe ich dir recht. Ja. Und ich glaube ihm auch nicht, wenn er sagt, ich habe da nur ein bisschen geflochten mit dir. Ja. Dennoch. Vor allen Dingen, er ist ja gestern nach Hause gekommen und er roch so nach so einem komischen Parfüm. Das auch noch, das ist ja wie im schlechten Film. Mir, ja, eine ältere 55-jährige Frau hätte ihn nochmal umarmt. Ja, also Lügen über Lügen. Ja. So, wie soll es jetzt weitergehen? Was stellst du dir vor? Ich weiß es nicht. Dabei müssen wir jetzt aber nachdenken. Ich weiß es nicht, weil ich bin ja total, ich gehe ja überhaupt nicht mehr auf die Straße zurzeit, weil ich ja andere Probleme auch noch habe. Gut, lass uns aber über dieses Problem reden. Ja. Es ist natürlich eine üble Geschichte, gebe ich zu. Ja. Und die Indizien sprechen sehr dafür, dass du das richtig interpretierst und dass er lügt. Ja. Dennoch, finde ich, ist das noch nicht so die absolute Katastrophe, die jetzt unter Umständen dazu führt, dass die ganze Beziehung den Bach runtergeht. Ja. Du hast ihn rausgeschmissen als erste Reaktion, kann man auch gut verstehen, finde ich auch in Ordnung, aber nun muss man darüber nachdenken, wie es weitergeht in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen. Ja. Das heißt, ihr beide müsst euch wirklich zusammenraufen und klar miteinander reden. Ihr müsst klar miteinander reden. Und du musst vor allen Dingen rauskriegen, da musst du dich auch ein bisschen zurücknehmen in deiner Wut, in deiner Betroffenheit, da musst du dich zur Sachlichkeit zwingen. Du musst herausbekommen, was da genau passiert ist. Vielleicht war es ja wirklich nur eine kleine Affäre und es ist dann halt passiert. Ist nicht sehr schön, ist sehr schmerzlich, finde ich auch. Aber man muss ja immer die Kirche im Dorf lassen. Deshalb eine Beziehung, man hat zwei Kinder, ihr seid 3,5 Jahre zusammen, über Bord werfen, muss ja unbedingt auch nicht sein. Aber ihr müsst zumindest zu einem klaren Gespräch kommen miteinander. Mit dem kann man es reden momentan. Ja. Aber der wird ja jetzt auch schon gemerkt haben, dass es brennt, ne? Und dass da nicht zu spaßen ist. Weil wenn ihr jetzt überhaupt nicht mehr miteinander redet die nächste Zeit, dann steigerst du dich in deine Wut rein. Mhm. Eher wahrscheinlich auch in irgendein Gefühl, was mit Sicherheit nicht dir zu getan ist. Und ihr lebt und rennt aneinander völlig vorbei. Ja. Wie ist er denn so drauf? Wie bist du denn so drauf? Könntest du dir vorstellen, dass ihr zumindest für das erste Entknäulen und die erste Klarstellung, dass ihr zu einer Beratungsstelle geht? Von meiner Seite aus schon. Würde er es auch machen? Glaube ich schon, wegen den Kindern allein, weil er ja über alles liegt. Gut, dann ist das doch schon mal eine wunderbare Voraussetzung. Ja. Wenn ihr jetzt merkt, die nächsten... Doris, dein Zorn ist verständlich, aber ich würde mal sagen, übermorgen nimmst du Kontakt auf mit ihm. Du hast die Verantwortung auch gegenüber der Familie, gegenüber den Kindern. Der hat ja gerade eben erst wieder angerufen, der ruft ja ständig an. So. Also das heißt auch, dass er will und dass er vielleicht ein schlechtes Gewissen hat. Mhm. Dann redet miteinander. Wenn ihr beide nicht klarkommen miteinander, wenn du das Gefühl hast, der sagt dir nicht wirklich die Wahrheit und wir kommen nicht weiter, dann macht den Vorschlag, dass ihr, vielleicht reicht da wirklich einmal aus, dass ihr zu einer Beratung geht, dass man das vielleicht wieder einrenken könnte. Mhm. Du bist jetzt sehr, sehr niedergeschlagen, verstehe ich, aber vielleicht kann man es doch wieder hinbiegen. Ja. Okay? Ja. Alles Gute. Vielen Dank.
Tschüss. Die Doris war das. Diese Lüge hat mein Leben zerstört, heißt unser Thema heute Nacht. Ich möchte mit euch über schlimme, über gravierende Lügen reden, die euch wirklich sehr erschüttert haben, euch das ganze Leben vielleicht in eine andere Bahn geschoben haben, auf jeden Fall sehr belastend sind für euer Leben. Christoph, 21 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo Christoph. Ja, also hallo Domian, erstmal schönen guten Abend. Ja. Ich habe eine Lüge begangen, die mein Leben und das Leben eines anderen zerstört hat. Mhm. Also vor einem halben Jahr circa. Ja. Also ich hatte eine Freundin und waren 8 Monate zusammen. Mhm. Es war eigentlich alles toll, bis ich auf einmal nebenbei eine Affäre begonnen habe. Mhm. Aus welchem Grund ich die begangen habe, das weiß ich bis heute nicht. Mhm. Ihr wart 8 Monate zusammen, sagst du? In welchem Monat hast du mit der Affäre angefangen? Im 7. Also ich war knapp 4 Wochen lang die Affäre. Ja. Mhm. Und eines Tages, fragt sie mich, es war an diesem 5. Mai, wo es passiert ist, wo ich gleich zukomme, fragt sie mich, ob ich mit in die Disco fahren will. Sag ich so, nee, weil das war für mich dann quasi die Gelegenheit, nochmal bei meiner Affäre vorbeizuschauen. Bin ich dann da hingefahren. Ich stotter ein bisschen, ich bin ein bisschen nervös, weil ich habe damit noch keinem drüber gesprochen. So, als ich dann nachts bei meiner Affäre war, rief sie mich an, ob ich sie nicht aus der Disco abholen könnte. Sie hätte getrunken und könnte nicht mehr fahren. Mhm. Und ich habe Nein gesagt, ich wäre mit einem Kumpel unterwegs, ich könnte nicht. Mhm. Tja, und in der Nacht ist sie tödlich verunglückt, weil sie hat zu viel getrunken, ist von der Straße abgekommen und... Ist dann selbst doch gefahren? Ist selber gefahren, mhm. Ja. Ist dann verunglückt. Und ich habe damit bisher mit keinem drüber sprechen können, weil mein Freundeskreis würde mich quasi lynchen, wenn ich das erzählen würde, weil war ein Freundeskreis, meine Kumpels und meine Freundin war da mittendrin. Weiß denn niemand etwas von der Affäre? Gar keiner. Gar keiner. Und sie hat das damals auch nicht geahnt, dass da was im Busch ist? Nee, es lief eigentlich alles prima bei uns. Mhm. Du hast einfach nur nebenher jemanden noch gehabt. Ja. Aus reiner Sexgier. Das war kein Gefühl im Spiel, das war einfach normaler Sex. Ja. Und ich gebe mir jetzt die Schuld dafür, hätte ich sie abgeholt oder ja, hätte die Affäre gar nicht gehabt, dann wäre das gar nicht passiert. Ja, es ist ja doppelt. Es ist ja alles doppelt verstrickt. Einmal die Lüge, dass du die Affäre hattest und dann, dass du in der Situation dann ja auch noch gelogen hast. Du hättest sie abholen können. Ja, sicher. Du warst aber an einer Frau und hattest mit der Frau Sex. Ja, ich komme damit überhaupt nicht mehr klar. Ich kann mit keinem Menschen drüber reden. Mhm. Selbst meine Eltern wissen nicht davon. Das war am 5. Mai, sagst du? Am 5. Mai diesen Jahres. Dann hast du aber einen grauenhaften Sommer hinter dir. Ja, das Wetter war schön. Meine Gefühlslage war stürmisch, sag ich mal. Mhm. Also es ist ja alles doppelt schlimm. Es ist ja grauenhaft, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Das ist ja das Schlimmste überhaupt. Und dann auch noch in dieser Konstellation und mit diesem schlechten Gewissen. Ja, wir wollten sogar zusammenziehen und ich war auch eigentlich kurz davor, die Affäre zu beenden. Das wäre eigentlich quasi, sag ich jetzt mal, die Abschiedsnacht gewesen, sag ich jetzt mal. Mhm. Und ja, ich gebe mir da die Schuld für, ganz einfach. Und ja. Ich bin da total am Ende, ich bin auch zur Zeit arbeitslos, ich kann mich tagsüber nicht ablenken, ich hänge nur zu Hause rum, habe eigentlich gar keine Ablenkung, was mich mal vielleicht mal für ein paar Stunden nicht an sie denken lässt. Wie hast du es denn dann erfahren, dass sie tödlich verunglückt ist? Wann hast du es erfahren? Am nächsten Mittag hat mich die Mutter von ihr angerufen. Mhm. Also sie ist von der Straße abgekommen, hat ein bisschen geregnet in der Nacht und sie war auch sofort tot. Mhm. Und kannst du dich, die Situation, als sie dich angerufen hat, das war tiefe Nacht irgendwann. Mhm. Ja, es war wie... Was war da? Hattest du da schon Sex mit der anderen? Warst du mittendrin? Wart ihr schon fertig? Wir lagen zusammen im Bett, wir waren schon fertig, ja. Da hast du mir gesagt, ich bin mit einem Kumpel und kann nicht. Ich bin mit einem Kumpel unterwegs, aber wir wären was weiter weg. Dass ich sie frühestens erst in 2-3 Stunden abholen könnte, und das wird sich dann auch nicht lohnen. Das ist eine schwere Schuld. Das
Das ist eine sehr schwere Schuld, ja. Also, wobei hier für mich noch viel schwerer wiegt, diese Lüge, sie nicht abgeholt zu haben, als denn die Lüge, dass du eine Affäre noch hattest. Ja, also, wenn es eine Sache gäbe in meinem Leben, die ich rückgängig machen das glaub ich dir. Wollte. Das glaube ich dir. Also ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Gehst du seit Monaten mit dieser schweren Schuld alleine durchs Leben? Ja, es ist grauenhaft. Mhm. Ich gehe gar nicht mehr weg, ich unternehme gar nichts mehr. Mhm. Ich war eigentlich früher ein sehr unternehmungslustiger Mensch. Ja. Und ja. Ich habe viel Sport gemacht. Wie hast du das denn? Ich frage dich jetzt bezogen beispielsweise auf die Beerdigung. Oh, und ich sehe dich immer in einer ungeheuren Doppelbelastung. Einmal die Trauer um den geliebten Menschen und das schwere Schuldgefühl. Wie hast du diese Beerdigung überstanden? Das war der absolute Horror. Weil zu der Beerdigung ging erst der Gottesdienst. Den hat ein guter Freund mitgehalten. Weil ich war zu fertig, ich konnte da und ich wollte auch nichts sagen, weil so schwierig war. Der hat ihn gehalten, der hat quasi hat über alles gesprochen, was wir zusammen erlebt haben, was sie war ein toller Mensch, sie war wirklich ein toller Mensch. Also ich hätte sie, also obwohl wir 8 Monate zusammen erst waren, ich hätte sie auf dem Fleckberg geheiratet, sag ich mal. Das war und dann nachher, das Schlimmste war, wie ich an ihrem Grab und gegenüber den Eltern stand. Das war das Allerschlimmste. Hast du zu den Eltern heute Kontakt noch? Sehr wenig, ich habe mich ziemlich zurückgezogen. Ja. Die sind zu dir wahrscheinlich noch sehr freundlich. Ja, sicher. Und die wären natürlich nicht mehr freundlich, wenn die wüssten, was da im Hintergrund. Wenn ich dem Vater oder der Mutter heute mal gegenüberstehe, ich fühle mich richtig schmutzig. Mhm. Wirklich. Mhm. Also Christoph, das ist eine, wie ich das gerade schon sagte, eine ungeheuer schwere Schuld, die auf dir lastet. Es ist jetzt die Frage, wie du mit dieser Schuld leben wirst können und wie du damit umgehen wirst können. Und ich finde schon mal gut, dass du diese Sendung hier nutzt und einfach mal jemanden anrufst, einen völlig fremden, dir neutralen Menschen. Ja, das ist der erste Schritt, um in irgendeiner Weise mit dieser Schuld zu ringen, zu kämpfen. Ja. Du wolltest was sagen? Ja, ich habe ihn angerufen, weil ich mit keinem Menschen darüber reden kann. Ich habe das verstanden, ja, es ist mir schon klar. Mhm. Meine Freunde würden mich auf gut Deutsch mit dem Arsch nicht mehr angucken. Mhm. Mhm. Genauso wie es meine Eltern tun würden, wenn ich, die wissen das ja auch nicht. Mhm. Dir ist klar, dass ich, das habe ich ja jetzt auch nicht getan, dass ich dich nicht freisprechen kann von dieser Schuld. Ich kann auch diese Schuld nicht relativieren. Das kann niemand. Nein, das kann man nicht. Das ist so eindeutig, da gibt es nichts dran zu rütteln. Dennoch sollten wir darüber nachdenken, wie das jetzt für dich weitergehen wird. Wieder zurückzugehen in dieses Schweigen, in dem du jetzt mehrere Monate warst, ist nicht die Lösung. Dir das Leben zu nehmen, ist auch nicht die Lösung. Da habe ich auch ganz ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, also mir selber das Leben zu nehmen. Ja, da bin ich schon mal beruhigt. Weil das könnte einen ja auch dahin führen, dass man so erdrückt ist von dem, was man zu verantworten hat. Ich war immer jene. Einer, der sich wenn ich Probleme hatte, der sich auch den Sachen gestellt hat. Mhm. Nur das war halt nicht so extrem. Das ist ein Extremfall, sag ich. Es ist ein Extremfall. Ich möchte dich fragen, ob du, hast du eine kirchliche, eine religiöse Bindung? Eigentlich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gut, dann fällt das schon mal flach. Also, sag mal, ich glaube sicherlich an Gott, aber so mit Kirche habe ich nicht so am Hut. Mhm. Dann würde ich dir sehr dringend empfehlen, Christoph, und wir werden dir gerne behilflich sein, gleich noch ein bisschen, dass du dir in Form, ich hatte gerade zuerst an einen Pastor gedacht, mit dem du ein Gespräch suchst, aber wenn du die Verbindung innerlich nicht hast, ist das Unsinn, dann geht das nicht. Dann finde ich, dass du auf der Ebene der Psychotherapie jemanden suchen solltest, der für dich ein Ansprechpartner ist, mit dem du über diese Schuld redest und mit dem du diese Schuld bearbeitest, soweit es möglich ist. Du brauchst einen Ansprechpartner. Ich bin jetzt dein erster Ansprechpartner und ich glaube, dass es letztendlich dir schon ein bisschen gut tut, darüber zu sprechen. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Du weißt, dass ich hier im Hintergrund immer einen Psychologen habe. Ja, ich habe das jetzt ein paar Mal schon geguckt. Ja. Ich habe noch nicht so oft geguckt, die Sendung, wenn ich ehrlich bin. Also das ist heute auch so. Ich habe einen Diplompsychologen hier, das ist der Peter. Mhm.
mit dem möchte ich, dass du jetzt weitersprichst. Ja. Das ist natürlich jetzt erstmal nur so eine erste kleine Hilfeaktion. Mhm. Mehr können wir hier nicht bieten. Es muss darauf hinauslaufen, dann wird der Peter dir auch die entsprechenden Tipps geben, dass du dir in deiner Umgebung einen Therapeuten suchst, mit dem du über deine Schuld sprichst. Ja, das wäre wahrscheinlich besser, weil, wie gesagt, meinen Freunden und so kann ich nicht erzählen. Genau. Dass du es dann auch erstmal quasi geheim hältst in diesem Therapeutenverhältnis, du und der Therapeut. Und daraus wird dann irgendetwas nach einer gewissen Zeit entstehen und erwachsen. Mhm. Jetzt bitte ich dich aufzulegen. Ja. Und mein Psychologe, der Peter, ruft dich gleich an. Ja, ich danke dir schon mal ganz herzlich, dass du mir zugehört hast. Ja. Du bist der erste Mensch, der es weiß. Ja. Alles Gute, Christoph. Jetzt bin ich verbunden mit Nicole. Und Nicole war 33 Jahre und die Leitung ist weg. Dann machen wir weiter mit Walter. Und Walter ist 49 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Hallo Walter. Ja, meine größte Lüge ist, ich bin also seit letztes Jahr Oktober arbeitslos. Ja. Hab meiner Frau natürlich einen vorgegaukelt, dass ich Arbeit habe und so. Ja. Seit diesem Oktober oder letztes Jahr? Letzten Oktober. Also in diesem Jahr? Im letzten Jahr. Mhm. Richtig. Ja. Und bin natürlich morgens aus dem Haus gegangen, ganz normal. Sie fuhr um 7:30 zur Schule. Bin dann um 8 Uhr wieder hochgegangen. Ja. Wann bist du aus dem Haus? Um 7:30? Ne, sie ist um 7:30 aus dem Haus. Du ein bisschen früher? Ich um 6 Uhr. Ja. Ja, und habe mich dann natürlich bis um 8 Uhr rumgetrieben. Ja. Bin dann um 8 Uhr nach oben. Hab ihr natürlich erzählt, ich bin etwas nervös, ja. Hätte Arbeit und so und konnte natürlich, weil ich war bei so einer Firma, also so Transportfirma. Ja. Ja, und. Und das gaukelst du ihr jetzt seit? Nein. Ich habe ihr das also vorher und mein Chef hat dann irgendwie was verkehrt gemacht im Arbeitsamt. Was hat er gemacht? Hat sich vertan mit dem Arbeitsamt. Ich habe also über 3 Monate auch kein Arbeitslosengeld gekriegt. Ja. Und konnte natürlich in diesen 3 Monaten die Miete nicht bezahlen, weil meine Frau hat nur 300 Euro verdient. Ja. Ja, und hat mir das Geld natürlich von Kumpels und Kollegen zusammengeliehen für die Miete. Das auch noch. Weil es fiel ja auch nicht auf, weil meine Frau erst um 3-4 Uhr zu Hause war. Ja. Ja, und dann bin ich auch ein großer Fußballfan. Ja. Und habe das Geld natürlich, was so noch nebenbei war, habe das natürlich vertrunken. Ja, und dann ist das natürlich eines Tages mal aufgefallen. Sag mir erstmal, wie lange du dieses Spielchen gespielt hast. Vorgegaukelt, du hast Arbeit, deine Frau geht zur Arbeit und so weiter, wie du es gerade erzählt hast. Wie lange? Ja, von also letztes Jahr Oktober bis ungefähr so Mitte April. In diesem Jahr? Ja, in diesem Jahr. Wie ist es dann aufgeflogen, oder? Ja, natürlich. Ja. Ich hatte mir das Geld immer zusammengeliehen. Ja. Und ich bin auch immer zur Bank gegangen und so, und das hat sie nicht gemacht. Und dann bin ich einen Monat hingegangen und ich hatte mein Vermieter auch schon immer angelogen. Ja. Habe ihm gesagt, dass das Geld auf dem Konto vom anderen Arbeitskollegen überwiesen worden ist, aus versehentlicher Weise und so. Mhm. Ja, und dann habe ich das Kindergeld abgeholt und habe meiner Frau gesagt, das Kindergeld kommt immer so am 25. Mhm. Ja, und hatte meine Frau dann gesagt, ja, das Kindergeld wäre nicht gekommen. Ja. Ja, und dann ist das natürlich aufgeflogen. Weil ich bin samstags zum Fußball gefahren. Ja, und mein Vermieter hat dann samstags mittags, wo ich schon zum Fußball war, einen Brief reingeschmissen mit den Mietschulden. Ne? Ach so. Ich meine, das hatte sich mittlerweile nur auf 3 Monate belaufen. So, jetzt machen wir mal einen Strich. Ich merke schon, dass sich da eine richtige Lügenkonstruktion angesammelt hatte. Richtig. Über einen relativ doch beachtlichen Zeitraum. Ja. Wie hat deine Frau reagiert, als sie das alles gemerkt hat, dass du sie so sehr belogen hast? Ja, sie hat mich erstmal gefragt, wo dieser Brief im Briefkasten lag von unserem Vermieter. Mhm. Da habe ich ihr gesagt, also dass ich von der Firma 2 Monate kein Geld gekriegt habe. Also wieder gelogen. Richtig. Wann hast du ihr denn richtig den Klartext rein Wein eingeschenkt? Ja, jetzt muss ich dazu sagen, mit dem Kindergeld, dann ist sie natürlich von der Arbeit nach Hause gekommen. Mach's mal nicht so detailliert mit dem Kindergeld. Ich will wissen, wann deine Frau wirklich klar Bescheid wusste. Ja, mit dem Kindergeld. Also kurz darauf dann. Richtig, genau. Wie hat sie reagiert? Ja, sie hat mich erstmal zur Rede gestellt. Ich habe gesagt, das Kindergeld wäre nicht gekommen. Ja, sie muss doch irre sauer gewesen sein. Wenn ihr Typ über ein halbes Jahr sie so belügt.
ihr vorgaukelt und sogar aus dem Haus geht und das Geld dann noch quasi hinterzieht. Hat sie dich rausgeschmissen oder was ist passiert? Nein, im ersten Moment nicht. Sie hat nur zu mir gesagt, wo das Kindergeld geblieben ist. Ja. Und da habe ich ihr gesagt, ich hätte von der Polizei wäre da gewesen, ich hätte 153 Euro bezahlen müssen, was natürlich auch gelogen war. Ja, und dann hat sie natürlich unseren Polizisten angerufen, der hat ihr gesagt, nein, das wäre nicht wahr. Irgendwann, Walter, war aber wirklich alles endgültig auf dem Tisch. Ja, und da war es endgültig vorbei. Also da hat sie gesagt, also... Das heißt, ihr seid heute nicht mehr zusammen? Ja, was heißt zusammen? Ich meine, wir sprechen mittlerweile wieder miteinander und ich bin auch mittlerweile, also muss ich sagen, ehrlich geworden. Ich habe auch mit meinem früheren Kollegen gesprochen, wo ich ihm das Geld von geliehen habe und alles. Wohnt ihr denn noch zusammen, du und deine Frau? Nein. Aha. Nein. Also das ist dann ja schon eine gravierende Folge. Nein, also ich habe ein Apartment. Das heißt, letztendlich hat diese Lüge dazu geführt, dass ihr, dass eure Ehe zerbrochen ist. Ja. Wie lange wart ihr verheiratet? 13 Jahre. 13 Jahre. Ja, sie hat, also wir sind noch nicht geschieden, sie hat das Trennungsjahr eingereicht. Jetzt erklär mir doch mal bitte, Walter, es ist ja nur keine Schande, arbeitslos zu werden. Im Gegenteil, es ist ein Unglück, aber keine Schande. Wieso hast du ihr das denn nicht gesagt? Wieso hast du dieses Theater gespielt? Wir wohnen auf einem ganz kleinen Dorf. Ja. Und da ist das so, dass man also, was heißt, nicht Arbeit hat, aber ich habe mich eben, sagen wir mal, weil wir da noch nicht lange wohnten, geschämt. Aber warum, da gibt's doch nichts zu schämen, das ist doch einfach nur ein großes Pech, wenn man nur arbeitslos wird. Domian, das weiß ich jetzt mittlerweile auch. Also ist da wirklich bei dir die Scham, dass man schlecht... Ja, jetzt nicht mehr, jetzt. Ja, aber damals, dass du schlecht angesehen wirst, weil du, wie absurd, ne? Wie wahnsinnig. Ja, gut, jetzt mittlerweile bin ich auch so schlau. Jetzt mittlerweile muss ich auch sagen, jetzt mittlerweile wissen die Leute das. Mhm. Und ich meine, ich bemühe mich jetzt auch um Arbeit. Und es ist mittlerweile auch so weit, dass meine Frau also wieder mit mir spricht und auch mal mit mir ausgeht. Hast du denn die Hoffnung? Dass sich das wieder einrenkt. Doch, die Hoffnung habe ich immer noch. Hoffentlich. Weil die es Hoffnung ist ja. Hab ich und ich versuche es auch wieder gut zu machen, ne? Ja. Ich meine, sie wird dich ja in einer gewissen Weise vielleicht auch verstehen, dass du dich geschämt hast. Wenn ihr so lange zusammen seid, dann weiß man ja, wie der andere tickt. Versteht sie das? Ja. Hat sie das ungefähr verstanden? Doch, das versteht sie. Ja, ich meine, sie ist also Krankenpflegerin und ich meine, das versteht sie schon. Ja. Und ich meine, ich muss auch dazu sagen, also hätte sie damals unseren Vermieter, nicht mit unserem Vermieter gesprochen und hätte gesagt, pass mal auf, so sprechen wir mit meinem Mann. Ich habe meinen Vermieter versprochen, dass ich das also bis Ende dieses Jahres in Ordnung mache. Ja. Ich meine, mittlerweile kriege ich Arbeitslosengeld und ich habe auch schon einen Teil wieder gut gemacht. Also es ist wirklich eine üble Lüge gewesen, die schlimme Folgen hatte, aber jetzt die Chance wieder am Horizont sichtbar wird, dass ihr euch wieder fangt. Ja, ich gehe einmal am Tag für sie einkaufen, weil sie auch arbeiten geht. Ja, siehst du, so geht's doch schon mal gut los. Und also, daraus kann man wirklich lernen, dass man wegen so einer Sache, wo es wirklich nichts zu schämen gibt, nicht lügen sollte und dann Dinge tut, die wirklich dann zu schlimmen Folgen für das ganze Leben bringen und führen. Ich meine, mittlerweile habe ich das ja auch eingesehen. Mhm. Nur zum Beispiel, ich habe ja nicht nur sie angelogen, ich habe auch zum Beispiel meine Kumpels angelogen. Ja, ist mir klar. So, aber unter diese ganze Zeit hast du jetzt einen Strich gezogen, du machst es gut, du bereust es und du versuchst halt auch wieder neue Arbeit zu finden. Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da drücke ich dir den Daumen weiter. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Jo, tschüss. Tom, 28 Jahre alt, guten Morgen. Jawohl, hallo. Jawohl. Grüß dich, Domian. Hallo, Tom. Also meine Lebenslüge ist... sorry, ich bin ein bisschen nervös, dass ich noch nie treu geblieben bin, meinen Freundinnen. Das ist aber nicht das Schlimme, sondern ich bin notorischer Puffgänger. Notorischer Puffgänger? Ja, und ich sag dir, wie es angefangen hat. Das war damals, ich muss dazu sagen, das ist wohl die Vorgeschichte, dass ich sehr stark an Akne gelitten habe, dadurch keine Freundin in der Pubertät gekriegt habe. Meine ganzen Freunde liefen damals mit 14, da warst du ja noch nicht so früh wie heute, sag ich mal, mit 15, 16 mit den Freundinnen rum. Und ich bin immer derjenige gewesen, der daneben stand und zugeguckt hat und wirklich traurig war, keine Ahnung. Und ich hatte sehr starke Akne. Ich hatte auch irre viel Akne und bin nicht zum Puffgänger geworden. Nein, das ist nur eine Erklärung, pass auf. Ja. Und das war das erste Mal dann in Mallorca, als ich meine Ausbildung gestanden habe, sind wir dann da hingefahren. Und das Schlimmste ist auch, ich bin von einer Prostituierten in Jungfurt vorhin. Mhm. Und seitdem... Auf Mallorca? Damals im Ballermann war das. So, klassisch. Und was so fing's an. So fing's an, was eigentlich als Neugier begann oder so, ist jetzt wirklich zur Sucht geworden. Auch was heißt denn Sucht? Wie oft warst du schon in einem Bordell? Ich kann's nicht mehr zählen. Wie oft gehst du im Monat hin? Ja, das
nimmt jetzt mal mittlerweile solche Ausmaße an, dass es alle zwei Wochen oder fast wöchentlich ist. Es war zum Beispiel heute auch wieder. Ja. Und ich sag mal, von der finanziellen Seite ist es natürlich auch krass. Ich habe zwar einen Job und so, aber das, ich merke es schon. Und, ja. Was zahlst du jedes Mal ungefähr? 50, 30, 50 oder 60 Euro, ja. Je nachdem. Das summiert sich dann ja schon, ne? Ja, kannst du ja ausrechnen, wenn es jede Woche oder alle zwei Wochen ist. So, jetzt ist aber die ganze entscheidende Frage. Du hast gerade am Anfang so eine Andeutung gemacht. Stichwort Freundin. Hast du eine Freundin zurzeit? Ja, ich habe eine Freundin und das wollte ich auch sagen, weil ich wollte den Anfang sagen, wie es jetzt ist. Also wie gesagt, sehr stark unter Akne gelitten und jetzt ist das ganze Gegenteil. Ich model nebenbei und ich kann mich über Frauen nicht beklagen. Also es ist nicht, dass sie mir die Tür reinrennen, aber ich habe keine Probleme. Ja. So, und ich sag auch, die Freundin, die ich hatte, die habe ich alle betrogen. Es war nicht eine einzige dabei. In deinem ganzen Leben? In deinem ganzen Leben warst du keiner Freundin bisher treu? Noch nie. Hast du jetzt eine Freundin? Ob ich mit einer anderen Freundin ins Bett gegangen bin oder mit einer Prostituierten. Das war, ich war noch nie treu. Hast du jetzt eine Freundin? Ja. Ja. Wie lange schon? Juli. Mhm. Wir wollen gar nicht gemeinsam ausrechnen, wie oft du ihr schon fremdgegangen bist. Richtig. Nur ihr, mit... sondern den Vorgängern auch. Ja, ja. Nur mit Huren oder auch mit anderen Frauen? Sowohl als auch. Hm. Wie lebt man damit? Das ist es ja. Ist das ja, was am Anfang als Neugier begann oder was weiß ich, was jemand mal ausprobiert und dann es sein lässt. Bei mir verschlimmert sich das und ich kann dem keinen Riegel mehr vorschieben. Ich rede doch mit meinen Freunden ab und zu mal drüber, mit meinen wirklichen Freunden. Wie stehst du deinen Freundinnen oder jetzt deinen Freundinnen gegenüber mit all diesem Wissen im Hintergrund? Kommst du dir nicht super wie das absolute Arsch vor? Ich sage auf einer Seite ein super Arsch, aber auf der anderen Seite kann ich das verstecken. Ich weiß nicht, vielleicht ist das die Zeit. Guck, ich bin 28, bin mit 19, habe ich das erste Mal, glaube ich, gemacht, 18 oder 19. Mhm. Und ich glaube, die ganze Zeit hat dazu geführt, dass ich das als Teil meines Lebens ansehe. Oder? Ich weiß also, es das nicht. Ist schon so, ich kann so das psychologisch, kann ich das nicht auseinanderhalten. Nee, wahrscheinlich ist das schon so eingebrannt bei dir. Richtig, ne? Und deswegen die Frage, was sagst du, bin ich ein super Arschloch? Ich weiß es nicht mehr, oder ist es, ich habe keine Ahnung. Ich tendiere dazu, ja. Weißt du warum? Nee. Ich frage erst noch ein bisschen. Warum hast du eine Freundin? Ne? Die Frage ist berechtigt. Warum hast du eine Freundin? Weil ich sie liebe. Es ist ja auch so. Nein, warum suchst du diesen klassischen Paarkontakt? Also Pärchen. Was letztendlich immer nach was Treue impliziert. Warum lebst du dein Leben nicht einfach so als der Reißer, der durch die Gegend zieht, die Weiber aufsucht und so weiter? Weil ich denke, also ich liebe schon meine Freundin, ja, aber ich kann es nicht mehr auseinanderhalten. Ich glaube, ich habe da psychologisch irgendwo schon ein Problem. Und ich sehe auch wirklich die Prostituierten nur als, sag ich mal, so blöd sich das anhört und so negativ sich das anhört, als Ware oder als Stück Fleisch. Ja, so kann man sehen. Ja, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Muss ich einfach so sagen. Ja. Du lebst in zwei völlig verschiedenen Welten. Ja, ne? So einmal, wirklich Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ja, so ist das. Ja, ja. Und das läuft jetzt so und du hast es auch immer wieder so laufen lassen. Gab es denn schon mal Zeiten, wo du dich bemüht hast, dagegen anzugehen? Genau, und ich habe auch gesagt zu meinem Kumpel, so kann das nicht weitergehen. Ich hatte da vorne eine Freundin, die war auch super nett und super lieb. Ich war verknallt und habe gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt mache ich es nicht mehr. Und keine drei Wochen oder ich weiß nicht mehr, ob es vier waren, hat es wieder angefangen. Das ist nicht viel, ne? Drei, vier Wochen ist auszuhalten. Das ist wirklich nicht viel. Hat denn irgendeine Freundin das mal mitbekommen? Nein. Noch keine. Was würde deine jetzige Freundin sagen, wenn die das erfahren würde? Sofort Schluss machen. Das müsste überhaupt fremdgehen. Also das müsste keine Prostituierte sein. Das war. Ich habe mir auch schon ab und zu mal vorgestellt, wie wäre es, wenn meine Freundin zu einem Callboy gehen würde. Ja. So, das habe ich mir auch schon mal vorgestellt. Und bei dem Gedanken ist mir auch nicht wohl zumute. Nein, das ist ja immer das Problem. Dass Leute wie du jetzt auch gestrickt bist, dass diese Leute diese Normalität haben wollen, dieses ganz schlichte Normale, das Pärchen, die Freundin, die Treue, die Wärme, alles, was damit zu tun hat, und eben aber auch diese verruchte Welt haben wollen. Ja. Dass sie sich nicht die Mühe machen, vielleicht einen Mittelweg zu suchen. Es gibt ja noch andere Konstellationen, wie man mit Menschen zusammen sein kann, indem man eine offene Beziehung führt, indem man der Partnerin das sagt, indem man der Partnerin es zu billig, vielleicht auch ganz andere Dinge zu tun. Aber nein, du gehst diesen ganz kleinkarierten, spießigen Weg. Du willst eine Freundin haben, so wie alle ihre Freundinnen haben.
Warum? Warum bemühst du dich nicht um irgendetwas anderes, wenn du es schon nicht schaffst, gegen dich anzugehen? Es gibt auch Frauen, mit denen du andere Modelle leben kannst. Gibt es. Die musst du nur suchen. Da musst du halt auch, da musst du auch klar sein und das von vornherein sagen. Pass auf, Mädels, ich bin anders drauf. Ich lebe nicht so. Ich lebe nicht so. Ich bin nicht so ein klassischer Freund. Wenn du das jetzt so weitermachst, du machst das jetzt schon fast zehn Jahre so, garantiere ich dir, dass das so eingebrannt ist, dieses Verhaltensmuster, dass du da nicht rauskommst, wenn du da nicht ganz massiv gegensteuerst. Ist jetzt schon, ist mir klar, ist mir klar. Also massiv gegensteuerst, indem du wirklich versuchst, dich für eine Welt zu entscheiden. Ich glaube aber nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, dass das Klügere für dich und dein Leben wäre, wenn du eine Synthese finden würdest zwischen beiden Welten. Das geht aber nur mit Offenheit und mit einer Frau, die auch in einer gewissen Weise so gestrickt ist. Ja, da muss ich dir auch ehrlich sagen, da machst du mir zu einfach. Ich meine, man lernt sich einfach kennen und dann sage ich das natürlich nicht, dann halte ich das für mich. Ja, sag's doch mal, von Anfang an gleich. Sag es von Anfang an gleich. Sag, pass auf, Mädel, ich finde dich toll, aber ich bin anders drauf. Aber wir wissen doch beide, Domian, dass von 100 Frauen vielleicht eine darunter ist. Ja, dann such die. Ja, und das ist, weiß ich nicht, da muss ich ehrlich sein, da weiß ich nicht. Also, wenn ich eine Frau kennenlerne, ich verheimliche es einfach und lass es laufen. Ja, aber was ist das für ein Leben? Es ist ein Scheißleben. Finde ich wirklich. Und vor allen Dingen in dem Moment, wo du, ich glaube dir ja sogar auch, dass du die Frauen, mit denen du zusammen bist, dass du die auch liebst, dass da auch ein ehrliches Gefühl ist. Mhm. Glaube ich dir. Ist auch ein ehrliches Gefühl. Ja. Ja, umso mieser musst du dich ja selbst fühlen. Ja, das kommt dazu. Aber wie gesagt, mittlerweile... Stell dir mal vor... Ich denke da schon nicht mehr drüber. Ich weiß. Du verdrängst es. Ich kann mir so richtig vorstellen, dass diese Welt so abgespalten von dir ist, dass die einfach weggedrängt wird. Und wenn, aber lass mich sagen, wenn deine Freundin, jetzt die aktuelle, dieses Mal rauskriegen würde... Ich sage ja, alles kann irgendwie immer rauskommen. Es gibt die verrücktesten Zufälle. Was für eine Verletzung das für das Mädel und für die Frau ist. Und wie blöd du dann dastehst. Ja. So. Und ich glaube letztendlich, Tom, dass Leute, die so drauf sind wie du, dass die sich zu sehr gehen lassen. Die lassen sich zu sehr gehen in ihren sexuellen Sehnsüchten und in der sexuellen Gier und in der kleinkarierten Sehnsucht, so ein kleines Nest zu haben, in dem sie sich's auch noch gut gehen lassen. Mhm. So, du bist am Zug, du musst was machen. Also notfalls sagst du zur Toilette rennen und dann selber handeln, sag ich jetzt mal. Ja, oder, ja. Aber du musst ein anderes Lebensmodell für dich finden, weil das ist nicht in Ordnung. Ja, es ist ja auch, die finanzielle Seite ist ja auch noch... Davon abgesehen, was machst du beruflich? Ja, ich bin Kaufmann. Ja, na gut, also das läppert sich ja auch noch zusammen. Da haben wir jetzt gar nicht groß drüber geredet, aber das ist für mich erstmal ein zweitrangiges Problem. Das erstrangige ist die Frage deiner Moral. Ne? Das ist ja deine Lebensmoral, welche Werte du für dich hast. Ja, vor allen Dingen habe ich jetzt so mittlerweile, kommt das auf sich, dass ich denke, mein Gott, was bist du für ein Arschloch, dass ich mich von außen oder so betrachte und sage, was bist du denn für ein Arschloch? Ja. So ja. Irgendwie, aber dann ist die Sucht wieder stärker und ich denke da nicht drüber nach. Ja, ich habe vor, das sage ich jetzt ganz offen, wir können ja ganz offen reden. Ich habe keinen großen Respekt vor dir, wenn wir uns jetzt privat kennenlernen würden. Ich hätte in dem Moment Respekt, wo du wirklich mit offenen Karten spielst und wirklich nach neuen Beziehungsmodellen mit Frauen suchst. Da habe ich Respekt vor, wirklich. Aber das ist so, das gab es schon immer sowas, was du da machst. Ja, und vor allen Dingen, wie viel ich sehe, die einen Ring tragen, weiß ich nicht. Das machen so viele klassische Spießer, die ihre Ehefrau haben, so könntest du auch enden, mit Familie, mit Kind, mit allem drum und dran, mit Haus und Heim. Ja. Aber jeden Monat ein paar Mal in den Puff rennen. Na klasse, ist das ein Leben? Ich sag nee. Also es gibt nur, sagst du mir, als Rat, der krasse Schnitt. Also was weiß ich, auf die Toilette gehen mit dem Playboy und das wäre ein Anfang. Ja, zum Beispiel. Ja, das wär ein Anfang. Aber das andere ist eben, was ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, dass du vielleicht auch versuchst, andere Frauen zu finden, mit denen du auch ein anderes Leben leben kannst. Mhm. So, jetzt wiederhole ich mich, wenn ich das nochmal sage. Und vielleicht bin ich dann derjenige, der dann noch am Maul ist, wenn sie mit einem anderen weg ist. So bist du bestimmt drauf, ja. Ja, genau. Ne? Das würde ich auch noch von mir sagen. So habe ich dich ja schon kennengelernt. Ja. So, Tom, du bist am Zug. Mehr kann ich nicht sagen. Alles klar. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Diese Lüge hat mein Leben zerstört. Unser Thema. Wir reden über große Lügen, die ihr fabriziert habt, für die ihr Verantwortung tragt, oder? Vielleicht auch, dass ihr Opfer von schweren Lügen geworden seid. 0800 220 50 50. Cornelius, 40 Jahre, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo Cornelius. Domian, ich muss dich jetzt mal kritisieren. Bitte. Bei dem ganzen Lob, was du immer kriegst.
Und zwar ging es um den Anrufer eben, der sich dazu geäußert hat, dass seine Freundin natürlich verunglückt ist, während er sie betrogen hat. Ja. Das ist natürlich eine extrem krasse Situation. Dass die Lügerei, dieses Betrügen scheiße ist, braucht man nicht zu bereden. Aber du hast zweimal oder dreimal gesagt, dass er eine schwere Schuld tragen würde. Das hat mich geärgert, weil ich finde, diese Frau, die Freundin, die ist in der Diskothek, die trinkt und die setzt sich betrunken ins Auto und fährt. Und es ist super tragisch und verunglückt tödlich. Das ist ihre Verantwortung. Ja. Und er trägt dafür nicht die Verantwortung. Er hat eine super beschissene Situation. Er hat die Verantwortung nicht übernommen, weil er sie hätte abholen können und so weiter. Aber da äußert sich jemand nach Monaten zum ersten Mal, offenbart sich, vertraut sich dir an und ist offensichtlich voller Schuldgefühle. Würdest du sagen, du sprichst ihn schuldig, das fand ich zu hart. Ja. Würdest du denn sagen, dass er, gehst du so weit und sagst, er ist schuldlos? Nein, aber ich weiß nicht, ob die Frage der Schuld so jetzt im Vordergrund stehen muss. Ja, aber die bedrückt ihn ja so. Ja, er ist nicht verantwortlich dafür, dass seine Freundin sich ins Auto setzt und tödlich verunglückt. Nee, aber er hätte es verhindern können. Er hätte es verhindern können, indem er gesagt hätte, ja okay Mädel, ich komme vorbei. Sie hat natürlich auch eine Schuld, indem sie das gemacht hat, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Ja. Aber wenn er gesagt hätte, ja, ich komme, wie man es eigentlich macht, dann wäre es nicht passiert. Und das ist das Bedrückende für ihn, was man ja nicht schönreden darf. Nee, ich will es auch gar nicht schönreden. Es ist klar, du hast einen harten Job, aber ich fand es an der Stelle nur zu unsensibel, zu sagen, du trägst eine schwere Schuld. Ich finde, das sollte er für sich irgendwie selber erstmal rausfinden. Das hat er, glaube ich, schon rausgefunden. Ich will dir was sagen. Ich bin wirklich ein großer Gegner davon, auch noch die klarste Sache, wenn sie negativ ist, in irgendeiner Weise zu beschönigen. Ich finde, dass es wichtig ist, auch negative Sachen klar auszusprechen. Ich glaube, dass man auch dann erst perspektivisch damit leben kann. Dass das auch der erste Schritt wiederum ins Leben für den Betroffenen ist, indem er erstmal das anerkennt und sagt, ja, ich bin schuldig. Das andere ist ein langer Weg, den er wahrscheinlich dann mit einem Therapeuten zusammen gehen muss. Ja, aber für mich sind zwei verschiedene Dinge. Er hätte das verhindern können, wenn er die Verantwortung für die Freundin übernommen hätte. Mhm. Ja, unabhängig von der Betrügerei im Hintergrund, das ist sekundär an der Stelle. Aber er ist nicht schuldig am Tod seiner Freundin. Das sind für mich zwei ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die man da, glaube ich, bei so einem Schicksal irgendwie auseinanderhalten muss, damit der jetzt auch eine Chance hat, damit weiterzuleben. Das war es eigentlich nur, was ich dazu sagen wollte. Aber es dreht sich natürlich immer sofort der Gedanke auf, die Freundin würde leben, hätte er sich anders verhalten. Das stimmt. Ja? Und dann? Das stimmt. Aber und das heißt nicht, dass er Schuld daran trägt. Ja? Ich meine, an der Stelle kann man einfach nur mal sagen, ja, am Ende sind wir alle verantwortlich für uns selber. Ja. Und wenn wir so sind, dass wir irgendwie in der Diskothek sind und trinken und Auto fahren, dann machen wir einen riesen Fehler. Es zeigt sich in so einer Geschichte. Ich will dir kurz noch was sagen. Nach Moral, aber ist so. Ja, ich will ganz kurz noch was sagen. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich habe den Eindruck, Cornelius, dass wir in unserer Zeit, in der wir leben, ich will mal fast sagen, nicht modernes, nicht angesagt ist, Schuld, welcher Art auch immer, beim Namen zu nennen und zu sagen, ja, ich trage diese Schuld. Ist es nicht ein Zeichen unserer Zeit, dass man alles irgendwie noch wieder psychologisch hinbiegt und sagt, naja, so und so und so und so? Nee, ich bin hier sehr dafür, Leute schuldig zu sprechen, wenn es um Schuld geht. Ja. Ganz klar, das muss so sein. Ja, da bin ich Moralist. Ja. Aber in dem Fall habe ich ein komisches Gefühl gehabt und gesagt, da ist jemand, der macht sich auf und der braucht einen anderen Support, als er in dem Moment bekommen hat. Ja. Das wollte ich einfach nur nochmal gegen. Ist auch gut. Ja, ich finde ja auch in Ordnung, dass eine andere differenziertere Sichtweise noch. Gut, dass du durchgekommen bist und uns hast auch noch sagen können. Alles klar. Lass uns den Schluss machen. Ja, danke dir. Cornelius, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik Martin Trux und Michael Jansen. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute und schöne Nacht. Bis morgen.